die oberbayerische Gemeinde in Zell im Landkreis Traunstein, auch bekannt als das Tor zum Berchtesgadener Land. Ein sportliches Familiendorf mit einem absoluten Highlight, das Sportcamp des Bayerischen Landessportverbandes. Dank der traumhaften Lage im bayerischen Voralpenland bieten sich Vereinen, Schulklassen und auch sportbegeisterten Individualreisenden optimale Voraussetzungen, um ihren Aktivitäten nachzugehen. Schwimmbad, eine hochmoderne Sporthalle und noch vieles mehr gibt es hier zu sehen. Vor kurzem aber wurde das Sportcamp mit einem echten Meilenstein erweitert, einer eigenen Kartslalomanlage. Also eine unglaubliche Bereicherung für unser Sportcamp. Ich glaube, wir haben bisher schon sehr viel geboten, den Jugendlichen, den Erwachsenen, die hierher kommen. Aber diese Kartbahn ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal in der ganzen Bundesrepublik. Sowas, soweit ich weiß, hat kein Sportcamp. Und deswegen dürfen wir stolz und dankbar sein, dass sowas bei uns möglich ist. Wir haben ja schon zwei Motorsportclubs da gehabt, die das vorab schon mal eingeweiht haben und auch mitgemacht haben. Und die waren total begeistert, auch nicht nur von der Kartbahn, sondern auch von den anderen sportlichen Möglichkeiten. Und ich denke mal, es wird wieder ein kleiner Schritt und eine große Bereicherung für unser Camp, sodass wir auch in Zukunft auch den Motorsport bedienen können. Mit dem ADAC konnten die Verantwortlichen des BLSV dabei einen kompetenten Kooperationspartner gewinnen, der die Umsetzung des Konzepts sowohl finanziell als auch fachlich maßgeblich unterstützt hat. ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk fand zur offiziellen Eröffnung ebenso den Weg nach Inzell wie auch sein Sohn Martin Tomczyk, der als Pate für die Kartslalomanlage fungiert. Der Sieger der deutschen Tourenwagenmeisterschaft 2011 fühlte sich beim Anblick der jungen Testfahrer sogleich an die Anfänge seiner erfolgreichen Karriere erinnert. Meine Motorsportkarriere hat im Endeffekt vor ca. 20 Jahren begonnen, eben auch mit Jugendkartslalom. Damals haben wir noch nicht diese Möglichkeiten gehabt, wie sie eben heute hier in Inzell vorhanden sind. Deswegen finde ich es natürlich toll, unterstützt es natürlich und bin auch noch froh, dass es so ein großer Zuspruch für das Jugendkartslalom gibt und dass man dem dementsprechend auch vom ADAC aus fördert. Gefördert werden sollen hier vor allem junge Talente, die ihre ersten Schritte bzw. Meter in den Karts machen. Daher auch gleich ein Tipp vom Profi. Also beim Jugendkartslalom geht es mehr um Geschicklichkeit als um Geschwindigkeit. Ganz klar, Geschwindigkeit muss natürlich schnell durch die Pylonen durchfahren, aber in allererster Linie darf ich keine Pylone umwerfen oder wegräumen. Und genau das ist es eben, diese beiden Parameter zu verbinden, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit. Und da lerne ich schon sehr früh praktisch mit so einem Kart, was ja immerhin fast um die 60 km/h geht, eben auch umzugehen und ja, die ersten Schritte eben in den Motorsport ja, zu gehen. Von diesem deutschlandweit wohl einzigartigen Projekt profitieren also alle Beteiligten. Nicht nur die jungen Fahrer, sondern auch der Motorsport und natürlich das Sportcamp in Zell. Ich bin überzeugt davon, dass der Motorsport insgesamt Interesse für Inzell bekunden wird, wenn er weiß, dass für die Jugendlichen eine Möglichkeit besteht, in diese Sportart hier hineinzuschnuppern. Wenn die Kartbahn geöffnet ist, dann stehen außenrum schon viele Schlange, die gerne selbst fahren würden. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass viele junge Menschen auf die Art und Weise zum Motorsport finden werden. Das ist also auch das Ziel, dass man Talente sichtet, Talente entdeckt, aber auch die Lust am Motorsport, den nicht- oder Unbedarften auch gewinnt, der mal fahren kann, der das mal probieren kann, auch mal an den Spuren, wie heute der Martin Tomczyk da war, auch daran sich misst und sagt, Mensch, das möchte ich mal probieren. Eigentlich eine tolle Sache, nicht nur, ich brause mal rum und da gehört nichts dazu. Ich glaube, 80% der heutigen Topfahrer in der Formel 1 oder in der DTM kommen vom Kartsport. Im Kartsport kann ich letztendlich schon mal ertasten, wie gut mein Reaktionsvermögen ist und wie gut ich im Motorsport sein könnte. Und wenn es natürlich im Zusammenhang mit so einer Sportanlage, wo es ja Vielzahl von Sportarten zum Ausüben gibt, die Möglichkeit habe, eben das auch mal auszuprobieren, ganz ungezwungen, ist es natürlich die beste Möglichkeit, eben den Kartsport auch zu präsentieren. Das BLSV Sportcamp Inzell ist also so etwas wie ein Vorreiter im Kartsport. Und vielleicht wird dann schon bald ein künftiger Weltmeister seine Runden auf dieser Kartbahn drehen.